Jetzt sind aber kritische Stimmen laut geworden, die Ihnen da mangelnde Seriosität vorwerfen. Wie ernst kann man denn den Kandidaten einer Bierpartei nehmen? Ich glaube, man kann den Kandidaten einer Bierpartei genauso ernst nehmen wie die Bierpartei an sich selbst auch. Ja. Wir haben als, sagen wir, satirisches politisches Projekt begonnen. Ich habe mich oft auf Fehltritte von anderen Politikern draufgesetzt und die satirisch verarbeitet. Ja, für mein Empfinden macht mich das nicht zum Spaßpolitiker, weil wenn ich ein FPÖ-Plakat hernehme und da stand einmal drauf, unser Geld für unsere Leid, und dann wird klar, okay, da versucht sich jemand am Steuertopf zu bereichern, und dann mache ich draus Eichergeld für unsere Leid, macht mich das eigentlich nicht zum Spaßpolitiker, sondern eher die das im ersten Schritt einmal überhaupt auf ein Plakat geschrieben haben, und ich habe es einfach satirisch verarbeitet. Wir haben seit dem Einzug in die Bezirke in Wien 342 Anträge, Anfragen und Resolutionen einbracht. Und genauso ernst kann man Kandidaten Dominik Vlasny, Schrägstrich Marco Pogo nehmen, wie man die Bierpartei ernst nehmen muss, nämlich wir haben vernünftige politische Arbeit gemacht.